Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans aus dem Media Center im Hard Rock Stadium hier in Miami. Der erste Trainingstag auf dieser brandneuen Strecke ist um und ihr glaubt es kaum, es ging nicht hauptsächlich um Sport an diesem Tag. Der Amerikaner kann diesmal allerdings relativ wenig dafür. Es ist die FIA und vor allem Lewis Hamilton, die für viele Schlagzeilen gesorgt haben. Hier in Miami, da läuft ja die Deadline aus, die Rennleiter Nils Wittig den Piloten gegeben hat, was Unterwäsche und vor allem Schmuck angeht. Und der Tag begann mit den Pressekonferenzen und Lewis Hamilton hat da schon ein deutliches Statement gesetzt. Er ist angekommen mit 3 Uhren, Ringen an allen Fingern, diversen Armbänder und natürlich ganz, ganz mächtigen Ketten um den Hals. Und damit hat er erstmal ein Statement gesetzt, das er verbal bekräftigt hat. Er hat sich sehr uneinsichtig gezeigt, was dieses Verbot angeht, das ab hier durchgesetzt werden soll. Zumindest in der Pressekonferenz. Im Training dann hat er den ganzen Schmuck abgenommen, bis auf sein Nasenpiercing. Vielleicht war auch noch ein anderes Piercing dran, das können wir so nicht beurteilen. Aber dieses Nasenpiercing sorgt natürlich weiter für Diskussionen. Er wurde vom FIA-Arzt untersucht, also quasi wurde zum Amtsarzt geschickt, kann man fast so sagen. Und der hat dann auch gesagt, okay, dieses Piercing ist nicht so ohne weiteres zu entfernen. Jetzt gibt es noch einen Aufschub. In Monaco muss das Ding dann allerdings weg sein. Und wenn es dann nicht weg ist, dann gibt es heftige Strafen, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Es ist nicht nur eine Agenda von Nils Wittig, dem neuen Rennleiter, Mohamed Ben Sulayem, der Präsident, der steht da richtig dahinter. Ich habe heute auch noch kurz mit ihm gesprochen und er meinte, nö. Es stand ja schon länger im Reglement und das ändert nichts, dass das schon länger drin stand und nicht durchgesetzt wurde. Jetzt ist er da und jetzt sind andere Leute da und jetzt wird da streng drauf geschaut. Es geht um das Thema Sicherheit und das ist ein ganz wichtiges Thema, eine Vorbildrolle und so weiter. Und deswegen hat es mich auch überrascht, dass sich Sebastian Vettel so dagegen ausgesprochen hat, gegen die Initiative der FIA. Er ist ja normalerweise, was Vorbildfunktion angeht, immer ganz vorne mit dabei, in diesem Fall aber nicht, hat sich dahinter Lewis Hamilton gestellt und hat auch noch ein bisschen protestiert gegen das Ganze, ist dann mit einer Unterhose rausgelaufen, die er sich über den Rennoverall gezogen hat. Wem es gefällt, ihm offenbar schon. Kevin Magnussen meinte auch, ihm geht das Ganze zu weit, zumindest der Ehering, den hätte er ganz gerne noch dran, aber er hat auch den Ehering abgenommen. Warum? Weil die Strafen eben drastisch sind. Die Chairman of the Stewards, also diese Vorsitzenden, die immer rotieren, davon gibt es 4 Stück, die haben sich am Donnerstagabend noch zusammen telefoniert und haben gesagt, okay, wir erweitern den Strafenkatalog, damit klar ist, wenn jemand dagegen verstößt, mit was er zu rechnen hat. 50.000 Euro beim ersten Vergehen, sollte sich das Ganze wiederholen, 100.000 Euro und sollte sich das Ganze ein drittes Mal wiederholen, 250.000 Euro und möglicherweise auch noch einen Punktabzug. Das hat möglicherweise weniger mit den Klammernkassen der FIA zu tun, als vielmehr mit einer abschreckenden Wirkung. Also ich bin da gespannt, wie die ganze Saga weitergeht. Dann müssen wir natürlich jetzt auch mal über das Sportliche sprechen, das ja tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen ist in den letzten Tagen hier in Miami. Bestzeit für George Russell im Silberpfeil. Es gibt neue Teile, neuer Heckflügel, neuer Beamwing, alles ein bisschen weniger auf Abtrieb abgestimmt. Dazu noch eine neue Frontflügel-Endplatte. Ist es das, was den Mercedes so viel besser gemacht hat? Man hat deutlich weniger Purposing gesehen, also er ist weniger gehüpft auf den Geraden. Das war ein Teil, man hat dann ein bisschen mit dem Setup rundum experimentiert, hat sich von oben herangetastet, im wahrsten Sinne des Wortes, also mit der Fahrwerkshöhe. Es ist dann am Ende wieder gekommen, das Hüpfen, aber bei weitem nicht so schlimm wie bei den letzten Rennen. Ganz abstellen konnte man es eben nicht, aber es ist deutlich besser und da funktioniert dann der Silberpfeil einfach auch besser. Dazu kommen die hohen Temperaturen, fast 60 Grad auf dem Asphalt wurden gemessen. Probleme, die Reifen ins Fenster zu kriegen, hat da quasi keiner mehr. Das Problem ist eher, die Reifen nicht zu überhitzen. Aber, also Mercedes sieht gut aus, auch im ersten freien Training war George Russell richtig mit dabei, aber die Konkurrenz hat es ihnen auch ein bisschen einfacher gemacht. Leclerc und Perez, die auf den Plätzen 2 und 3 gelandet sind, die haben ihre schnellste Runde auf den Softreifen nicht im ersten Versuch gemacht, erst in der dritten Runde, da war der Peak dann natürlich schon dahin. Also da wäre auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drinnen gewesen. Die Longruns, da waren dann Ferrari und Red Bull auch wieder vorne, da war Mercedes ein bisschen hinter. Aber insgesamt sieht Mercedes hier schon deutlich stärker aus und ich glaube, sie können mit den Umständen passen, vielleicht sogar ganz vorne ein Wörtchen mitreden. Unter normalen Umständen würde ich aber trotzdem sagen, dass Ferrari und Red Bull vorne sind. Red Bull und Ferrari haben aber beide größere Probleme gehabt. Bei Ferrari war es auch Carlos Sainz, der im zweiten freien Training nach 9 Runden in der Betonmauer stand. Nächster Fehler von ihm, ganz bitter. Und bei Max Verstappen im Red Bull, da lief einfach gar nichts. Getriebe überhitzt im ersten freien Training.
konnte da kaum schnelle Runden fahren. Dann hat man das Getriebe gewechselt. Dabei gab es allerdings dann Probleme bei der Hydraulik bei diesem ganzen Wechsel. Und deswegen nach einer Runde musste er den Boliden abstellen. Die Lenkung hat nicht funktioniert, weil die Servo ausgefallen ist. Dafür wurde zu viel Hydraulikdruck an die Hinterachse geschickt. Hinterradbremsen haben die ganze Zeit blockiert, überhitzt, haben Feuer gefangen. Also bei ihm gar nichts gegangen. Ist natürlich ein denkbar schlechter Start auf einer komplett neuen Rennstrecke. Aber Dr. Helmut Marko hat mir gesagt, das Gute ist, dass Sergio Perez und er ja in diesem Jahr relativ gleich auf sind und beim Setup und beim Fahrstil her ähnlich sind. Und da kann man dann hoffentlich Rückschlüsse drauf ziehen. Insgesamt muss man aber sagen, weil es viele Unterbrechungen hier auf dieser Strecke gab, Longruns konnte niemand so wirklich fahren. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, denn der Reifenabbau, der ist nicht besonders hoch, aber der Verschleiß. Das heißt, es wird hier sehr, sehr, sehr viel abgerubbelt und dann kommt es irgendwann zu der Klippe, über die der Reifen springt und dann geht gar nichts mehr. Das konnte aber niemand so richtig herausfahren, ab wann der Reifen gar nicht mehr geht. Und deswegen starten alle ein bisschen mit ungewissen Vorzeichen in dieses weitere Rennwochenende. Also Mercedes zurück, das ist die ganz, ganz große Frage. Mit den Problemen von Mercedes haben wir uns ausführlich in der neuen Printausgabe von Motorsportmagazin befasst. Dazu auch noch mit dem zweiten Sorgenkind, mit Aston Martin, für die ist heute auch nicht wirklich gut. Wer alles darüber wissen will, über die zwei großen Sorgenkinder der Formel 1, unbedingt die neue Printausgabe holen, bevor sie wieder ausverkauft ist. Ist ja in letzter Zeit öfter vorgekommen. Dann müssen wir noch über ein anderes Streitthema sprechen, das sich aufgetan hat zwischen dem letzten Rennen Imola und hier. Ferrari, Alfa Romeo und Alfa Tauri haben ja in Imola noch Reifen getestet für Pirelli und da darf man wirklich nur Reifen testen und nichts anderes. Bei Ferrari kamen aber zwei unterschiedliche Unterbodenspezifikationen zum Einsatz und da hat die Konkurrenz gesagt, Moment mal, das kann ja nicht sein, das ist ein ganz, ganz großes Thema in dieser Saison, wenn man da auf einmal Back-to-Back-Tests macht. Das kann nicht sein. Die FIA hat auch bei diesen Reifentests immer jemanden vor Ort, der überwacht, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und bei der FIA heißt es, ja, Ferrari hat einen Unterboden beschädigt am Vormittag, dann durfte man auf eine andere Unterbodenspezifikation zurückwechseln, damit man fahren konnte. Es war auch eine alte Unterbodenspezifikation, es wurden da keine komplett neuen Teile getestet. Also ein bisschen Unmut bei der Konkurrenz, aber die FIA sagt, alles mit rechten Dingen zugegangen und deswegen kein Thema. Und dann, wir sind eben auf einer neuen Strecke, müssen wir eben auch über das Miami International Autodrome ein bisschen sprechen. Ich habe schon gesagt, ich war erstmal kein großer Fan davon. Die Fahrer, sie sind jetzt keine absoluten Fans. Es wird, glaube ich, von niemandem die Lieblingsstrecke. Aber das Feedback ist durchaus okay. Den Fahrern macht Spaß. Es ist eine selektive Strecke, technisch sehr anspruchsvoll. Also sie werden da durchaus gefordert. Was den meisten nicht so gut gefällt, ist dieser ganz langsame Teil. Das hatte ich ja auch schon ein bisschen erwartet. Wobei ich sagen muss, als Zuschauer finde ich das ziemlich cool. Diese Schikane erinnert mich auch so ein bisschen an Singapurs Link, den es ja auch nicht mehr gibt. Aber da sieht man einfach, wie krass die kämpfen müssen an der Stelle. Also das gefällt mir tatsächlich einigermaßen gut. Die Fahrer hassen es. Dr. Helmut Marko hat zu mir gesagt, das ist Formel E. Ich kann diese Bedenken nachvollziehen, aber als neutraler Zuschauer kann ich es schon ein bisschen genießen, wenn ich sehe, wie die Fahrer da kämpfen. Es ist ja nicht die ganze Strecke so. Es ist ja nur ein Abschnitt. Und das, finde ich, ist dann auch ein bisschen Salz in der Suppe an der Stelle. Die Strecke hat auch für viel Aufsehen schon im Vorhinein noch gesorgt, weil der Asphalt schon beginnt zu bröckeln, teilweise aufzulösen. Man hat möglicherweise einen Fehler gemacht bei der Behandlung mit diesem Hochdruckwasser. Teilweise ist da auch Hydraulikflüssigkeit und Diesel ausgelaufen. Die Strecke ist schon fast weggeschmolzen. Da gibt es schon eine Stelle, die neu asphaltiert wurde. Dazu bröckelt der Asphalt generell ein bisschen, weil offenbar da zu viel reingeschossen oder mit zu viel Energie das Ganze herausgelöst wurde, das Bitumen. Also alles andere als optimal. Dazu sagen die Fahrer, auf der Ideallinie ist inzwischen ganz gut Grip, da passt. Aber sobald man neben die Ideallinie kommt, hat man absolut gar keinen Grip mehr. Es ist eine absolute Katastrophe, sowas haben sie noch nicht erlebt. Und deswegen gab es auch an diesem Trainingstag so viele Unterbrechungen und so viele Fehler. Denn wenn man nur ein bisschen daneben gekommen ist, hatte das gravierende Konsequenzen. Ich muss gestehen, es gefällt mir auch, denn wenn man Fehler macht, soll es bestraft werden und das ist eben so. Die Auslaufzonen, auch ein kleines Thema hier, man hat es bei Carlos Sainz schon im ersten Training gesehen, als er sich gedreht hat, waren die Reifen komplett hinüber, ein riesengroßes Loch drinnen, ähnlich wie in Paul Ricard ist das so eine spezielle Auslaufzone, die besonders viel Grip hat, aber auch dann den Reifen extrem abträgt. Also, ich bin einigermaßen positiv überrascht von der Rennstrecke, das Ganze drumherum, das wird erst die nächsten Tage kommen. Klar, die beste Strecke ist es nicht, aber besser als erwartet. Wie seht ihr das zu Hause? Hat es euch gefallen, was ihr bislang in Miami gesehen habt? Schreibt es runter in die Kommentare und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Hilft uns, euch kostet es nichts. Und wenn ihr keine Videos in Zukunft verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren.